Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Show Resident Evil Sammlung. Ja, wie versprochen, machen wir hier mit PS4 Varianten weiter. Eins vorweg kurz, ich habe vor kurzem einen Trailer von dem Resident Evil 7 gesehen. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das Resident Evil 7 war oder was weiß ich, was es war. Es hieß auf jeden Fall Resident Evil Vendetta. Das Tolle ist ja, da kam Leon und Chris drin vor. Es ist auf jeden Fall nicht das, was ich Let's Played habe. Nicht das Resident Evil 7 Demo. Das hieß ja Beginning Hour. Soll ich das dann so verstehen, dass die Capcom vorhat, zwei Teile 2017 rauszubringen, dieses Vendetta und Beginning Hour. Also wenn das so ist, dann kommt da wieder nichts Gutes bei raus. Also da sehe ich schwarz, ne? Und das Schlimmste kommt ja noch. Ich habe auch den neuen Resident Evil Trailer von dem Film, also Film Resident Evil gesehen, ne? Den Trailer davon. Ja, haben die tatsächlich noch Kohle gesammelt, um noch ein Porno rauszubringen? Also, ey, das ist, da fehlen mir die Wörter, ey. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, freut mich überhaupt nicht. Naja, wie dem auch sei, wir machen hier jetzt weiter mit der Sammlung und fangen an mit Resident Evil Revelations 2. 18er Pegi, das ist auch genau der Teil, was ich letztes Jahr Let's Played habe. Oder war das dieses Jahr? Ich meine letztes Jahr. Allerdings ohne Kommentaren. Ne? Hier mit den DLCs und alles. Jo, hier ist die CD. Hier ist so ein kleines Zettel drin. Kein Büchlein mehr. Ne? Jo, es ist okay, es ist, ja, es müsst ihr euch angucken, ist ein bisschen besser wie der Revelations 1, meiner Meinung nach. Weiter geht's mit Resident Evil Origins Collection. Das ist das Resident Evil Zero und Resident Evil Remake als HD Remastered. No, hier ist noch verpackt, eine PG-Version. Jo. Das Zero, das habe ich mir ja schon runtergeladen. Das Remake schon vor einem Jahr oder so, aber Zero habe ich mir jetzt vor kurzem runtergeladen. Mit den DLCs und so. Da wollen wir ja bald anfangen mit, ne? Mit dem Let's Play. Jo. Weiter geht's mit dem, naja, japanischen Version davon. Resident Evil Zero, Resident Evil Remake. Habe ich als Geschenk bekommen, weil ich in Japan irgendwas bestellt habe. Also auch irgend so ein Resident Evil Teil. Da haben die mir das hier kostenlos mitgeschickt. Naja, so sind die Japaner großzügig, ne? Geile Sache. Ist auch noch verpackt. So, weiter geht's mit Resident Evil 6. Kam dies Jahr raus. Ne? Jo, ist ja genau das gleiche wie für die PS3 oder Xbox 360. Die sagen HD Remastered, aber ich meine, ein Scheißdreck ist das HD Remastered. Ist noch verpackt. Jo, werde ich mir dann bei Zeiten für die PS4 noch runterladen, damit wir das Let's Playen können. Jo, weiter geht's mit Biohazard Umbrella Corps. Ich habe auch auf der PlayStation Store da gesehen, das gibt auch, man kann das auch runterladen. Ist auch mit DLCs und so. Ich habe hier das als CD aus Japan geholt. Ist noch verpackt. Das werde ich mir dann auch noch runterladen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe nur so einen Trailer gesehen. Ich meine, das ist so ein Multiplayer-Scheiß, aber ich werde es mir runterladen und wir werden das dann mit euch zusammen durchzocken. Dann bei Zeiten, wenn es soweit ist. Ne? Wie gesagt, keine Ahnung, was das hier für ein Spiel ist. Ist auch noch verpackt. Weiter geht's mit Resident Evil 5.
Kam auch dieses Jahr raus, so wie die anderen Spiele davor. Ne? Ist ein geiles Spiel. Mit den DLCs und so alles. Ne? Schon cool. Ja, die sagen wieder HD Remastered für die PS4, aber ich meine, da ist überhaupt kein Unterschied. Ich habe jetzt mal keinen Unterschied gesehen. Ich habe jetzt mal so ein, naja, Trailer nicht, aber so ein Seite-by-Seite-Video gesehen und ich meine, ja gut, ein bisschen, ganz klein bisschen sieht man da den Unterschied. Aber ansonsten ist genau das gleiche Spiel. Ja, Leute, und weiter hier ist das Resident Evil 4. Das geile Spiel, ne? Das echt geile Spiel. Jo, ist auch noch komplett verpackt. Das werde ich mir dann auf der PlayStation Store runterladen, wenn es soweit ist. Und dann zocken wir das auch gemeinsam durch. Ist auch so ein Dingszettel bei Resident Evil 7. Am 1. am 24.01.2017. Ne, kommt da raus. Das Resident Evil 7. Ja, bis dahin müsste ich probieren, so ein paar Teile mit euch durchzuzocken. So die wichtigsten, würde ich sagen. Ja, ist auch noch komplett verpackt, wie die anderen Spiele davor. Ist eigentlich nur das Revelations 2 bei mir ausgepackt, ansonsten sind die alle verpackt. Ja, es gibt noch so ein Collectors Box, wo dann das 4, 5 und 6 in so einem Collector-Box drin sind oder so, ich weiß nicht. Ja, vielleicht hole ich mir das noch. Mal gucken. Ansonsten, jo, Leute, wenn euch gefallen hat, macht mal Daumen hoch. Ne? Und wenn ihr Resident Evil-Fan seid, Leute, abonniert mich. Wir werden die ganze Geschichte nochmal neu durchzocken mit euch. Ne? Bald fange ich an, würde ich sagen. Jo, ansonsten. Ich verabschiede mich von euch. Macht's gut und tschüss.